Hallo und schönen guten Abend, liebe Sportfreunde im Kreis Coesfeld. Wir melden uns vom Sportmedienpreis. Da habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Aber wir sind wieder da. Wir haben uns im vergangenen Jahr getroffen per Zoom und haben die Preise verliehen. Das war gut, das war wichtig, das war schön, aber doch irgendwie auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Wir sind in diesem Jahr wieder da, mit einer echten Preisverleihung hier aus der Burg Fischering in Lüdinghausen und darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, um uns bei dieser Preisverleihung zu begleiten, um das zu tun, worum es hier beim Sportmedienpreis geht, nämlich die Sportlerinnen und Sportler und die Mannschaften zu ehren, die im vergangenen Jahr Erfolge erzielt, Wettbewerbe gewonnen, Rekorde erzielt, aufgestellt haben. Das alles war trotz Corona möglich und war deshalb besonders anstrengend und war auch deshalb außergewöhnlich, noch viel außergewöhnlicher als die Leistungen sonst. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen Sportmedienpreis auf jeden Fall auch machen zu wollen. In einer Form, die eben den Sportlerinnen und Sportlern gerecht wird. Und das ist uns gelungen, dank des großen Einsatzes vieler Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Dafür auch an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Und wir führen euch heute Abend hier durch das Programm, wie wir das sonst in der Fabrik in Coesfeld tun und auch im nächsten Jahr wieder tun wollen. Und dafür begrüße ich mit mir hier in der Burg Fischering meine reizende Kollegin Karin Schnase-Beermann. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite zum 22. Sportmedienpreis hier in der Burg Fischering Lüdinghausen. Wie in jedem Jahr auch standen 10 Sportlerinnen, 10 Sportler und 5 Mannschaften zur Wahl. Eine 16-köpfige Jury hat ihr Votum abgegeben, das zu 50% in die Wertung mit einfloss. Die anderen 50% haben die Online-Abstimmung entschlossen. Und diesmal gab es die höchste Online-Wertung, denn 3.436 Stimmen, so viele Stimmen hatten wir noch nie zuvor, bedeutet, dass unsere Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften einfach herausragende Leistungen in der Corona-Pandemie errungen haben. Sie haben Rekorde aufgestellt, Bestzeiten und Bestweiten errungen. Und das wollen wir heute gebührend ehren. Und dann kann es jetzt schon losgehen. Wir sind hier dankenswerterweise in der Burg Fischering. Der Kreis Coesfeld stellt uns diese tollen Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir haben ein paar Menschen eingeladen zu dieser Preisverleihung, damit es auch lebendig ist, damit ihr draußen auch mitbekommt, dass hier tatsächlich Sport passiert sozusagen. Und wir starten jetzt mit dem Vorsitzenden des Kreissportbundes Coesfeld, Bernd Heuermann. Bernd, komm zu uns und erzähl uns ein bisschen was im vergangenen Jahr beim Kreissportbund passiert ist. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Es ist wunderbar, dass wir hier sein dürfen. Und ich freue mich, dass auch ein paar Sportler da sind, beziehungsweise Vertreter der Mannschaften. Alle können nicht kommen, das wissen wir. Bei den Sportlerinnen ist es schwierig, da die auswärts unterwegs sind beim Weltcup und so weiter. Und deswegen ist es eine ganz tolle Sache, dass wir es trotzdem durchführen können. Vielen Dank auch an die Moderatorin und an alle, die sich beteiligt haben, beziehungsweise auch mein Team vom Kreissportbund, die viel Arbeit investiert haben, damit das so stattfinden kann. Jetzt erinnern wir uns alle, Bernd, im vergangenen Jahr haben wir vor unseren Computern, vor unseren Geräten gesessen, haben uns per Zoom getroffen. Das Ganze hatte so eine etwas abenteuerliche, aber auch irgendwie unwirkliche Atmosphäre. Heute kehren wir schon ein Stück weit ins Leben zurück und können uns hier live treffen. Wir sind alle geimpft und getestet und ich hoffe, wir können im nächsten Jahr endlich in der Fabrik wieder mal ordentlich feiern und Gas geben und dann alles nachholen, was wir in den letzten 2 Jahren versäumt haben. Ich würde den Blick heute gerne mit dir und den anderen auch schon nach vorne richten und mal gucken, neben dem Ganzen, was uns Probleme und auch Schmerzen bereitet hat in dieser Pandemiezeit, was nehmen wir eigentlich mit in die Zukunft, wo wir sagen, okay, das war auch was Gutes, das sollten wir bewahren, das haben wir gelernt und das nehmen wir mit in die Zukunft nach Corona. Was ist das für dich ganz persönlich oder für den Kreissportbund? Also für mich beziehungsweise den Kreissportbund ist an erster Stelle das unheimliche Engagement und da spreche ich jetzt für den Amateursport, der Vereine, der Verantwortlichen in den Vereinen, die dafür gesorgt haben, dass der Sport weiterlaufen kann. Durch
unzählige Videoveranstaltungen, sodass auch Sport zu Hause oder wie auch immer gemacht werden konnte. Es sind sehr, sehr viele Vereine, sind auf dieses Brett aufgesprungen, haben für ihre Vereine da was gemacht und das ist auch gut angekommen. Und eins muss man noch dazu sagen, dass halt die befürchtete oder der befürchtete Mitgliederschwund ausgeblieben ist. Eben durch das großartige Engagement der Leute in den Vereinen. Ja, und auch die wollen wir heute mit ehren und uns bei Ihnen bedanken, dass die alles am Laufen gehalten haben, so wie Bernd das gesagt hat, und sicherlich auch einen großen Anteil darin hatten, dass die Erfolge, über die wir gleich sprechen, erzielt werden konnten. Und eins interessiert mich auch noch, wir haben so viel verzichtet, wir haben auf so viel verzichten müssen, wir haben so viel nicht tun können, was wir hätten tun wollen. Auf was freust du dich ganz persönlich am meisten, was du heute nicht tun kannst, aber vielleicht in 6, 8 Wochen oder in 2, 3 Monaten? Worauf freust du dich am meisten? Ja, das wäre zum einen eine Präsidiumssitzung, bei der alle anwesend sind. Und was natürlich hinzukommt, der Sportmedienpreis in Präsenzform, so wie du es schon gesagt hast, nächstes Jahr wieder in der Fabrik. Das wäre toll. Das machen wir, sind verabredet. Jetzt starten wir hier ins Programm. Vielen Dank, Bernd. Gerne. Bis dahin. Weiter geht's, Kari. Wir kommen auch schon zur ersten Kategorie des Abends, und zwar Sportler des Jahres 2021. Für die Vorstellung der Sportler und auch Ehrung freue ich mich heute ganz besonders, ein neues Gesicht begrüßen zu dürfen, und zwar die zukünftige Chefredakteurin der Zeitungsgruppe Münsterland, Westfälische Nachrichten, Frau Anne Eckroth. Hallo, Frau Eckroth. Schönen guten Abend. Ja, erstmal schön, Sie hier bei Ihrer Premiere begrüßen zu dürfen. Ja, ganz herzlichen Dank. So ganz Premiere ist es nicht, zumindest also jetzt auf jeden Fall in der Rolle, in der künftigen Rolle auf jeden Fall. Aber als frühere Redaktionsleiterin der Lokalredaktion in Lüdinghausen bin ich also auch schon sowohl im Theater in Coesfeld als auch in der Fabrik, durfte ich schon mal zu Gast sein hier bei dem Format. Und ja, insofern habe ich mich doppelt gefreut, weil ich eben einfach wusste, wie toll das Ganze ist und vor allen Dingen als Anerkennung für die Sportlerinnen und Sportler einfach eine tolle Sache ist. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf weibliche Unterstützung, das muss man ja auch ganz klar so sagen. Marc hat es gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie ist jetzt schon seit fast 2 Jahren im Gange. Es ist ein bisschen Besserung in Sicht. Wenn wir jetzt mal an die Zeit nach Corona denken, welche positiven Lerneffekte oder Erfahrungen nehmen Sie persönlich für sich mit in die Zukunft? Also beruflich muss ich sagen, ist es uns so gegangen, wie vermutlich vielen anderen Unternehmen auch, dass Corona einfach einen Digitalisierungsschub mit sich gebracht hat, den wir, oder wir wären vermutlich heute nicht auf dem digitalen Level, auf dem wir heute sind. Wir sind ja im kompletten Münsterland mit Lokalredaktionen vertreten und da halt regelmäßig auch den Kontakt zu halten, rauszufahren, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen auch zu uns in die Redaktion in Münster einzuladen, ist immer mit einem großen Zeitaufwand verbunden, und da haben wir jetzt einfach über diese Teamsitzung ein ganz anderes Mittel, dass wir sagen, man kann auch mal eben schnell für eine halbe Stunde kurzfristig eine Runde einberufen. Das ist sicherlich was, was wir beruflich mitnehmen werden und wovon wir auch weiterhin sicherlich sehr profitieren werden. Ja, wir haben gerade schon von Herrn Heuermann gehört, er freut sich ganz speziell, wenn alles ein bisschen besser ist, auf die Präsenzveranstaltung. Gibt es für Sie auch persönlich etwas, was Sie jetzt noch nicht ausüben können, worauf Sie sich sehr freuen? Also was mir persönlich sehr schwer gefallen ist, ein Teil unserer Familie lebt im Ausland, konkret in Mailand, und die Kontakte haben in den letzten 2 Jahren, zumindest die persönlichen Kontakte in Präsenz, so gut wie gar nicht stattgefunden. Wir haben uns einmal gesehen in den 2 Jahren, und das ist etwas, worauf mein Mann und ich uns jetzt einfach fürs Frühjahr wirklich sehr, sehr freuen, dass da endlich auch mal wieder etwas mehr Besuche möglich sein können. Auf jeden Fall. Ansonsten natürlich einfach auch Kolleginnen und Kollegen, die einfach jetzt während der Homeoffice-Phase, die man einfach wenig gesehen hat, da auch nochmal wieder so den persönlichen Kontakt wieder etwas mehr aufleben zu lassen. Das ist was, worauf ich mich sehr freue. Auf jeden Fall. Ich glaube, da freuen wir uns alle sehr auf die persönlichen Kontakte wieder. Ja, kommen wir zu unseren Sportlern des Jahres 2021, die wir Ihnen jetzt gerne anhand eines Videos vorstellen möchten.
gutes Zwischending zwischen Konzentration, also Kopf, Sport und halt auch körperlich. Man muss in beiden Sachen fit sein, um wirklich gut zu treffen. Natürlich würde ich gerne meine Titel verteidigen. In Estland wäre eine Weltmeisterschaft in der Disziplin Feld. Das wäre noch was zu erreichen, was ich noch nicht erreicht habe. Ich bin Niklas Castelle, bin 19 Jahre alt und spiele Fußball beim VfL Senn. Gerade hier in Senn, dass ich machen kann, was ich möchte. Ich kriege Vertrauen, ich habe Spaß, ich spiele mit meinen Freunden zusammen. Ich kann mich austoben und ja. Zu gewinnen, macht dann natürlich noch mehr Spaß. Fußball gespielt als kleiner Junge und dann haben meine Eltern schnell bemerkt, dass ich lieber nur gerannt bin, auch ohne den Ball. Dann haben sie mich mal zur Leichtathletik geschickt. Das hat mir Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann mit Hochsprung angefangen und ich fand das so cool, dass ich das unbedingt weitermachen wollte. Natürlich wünscht man sich dann die Olympischen Spiele, für mich dann die Sommerolympischen Spiele. Ich glaube auch in 3 Jahren dann in Paris kann ich mir auf jeden Fall vornehmen, an den Start zu gehen. I like to be competitive and to be like to play in a high level competition. So that's what I like. Oh. But it's like when I was in gymnastic, next to our hall there were also badminton hall. And there were like a tournament, and I went to watch this tournament and this match. I like it since then. Die Vorrunde in der, oder die Gruppenphase gespielt haben in der EM,
was ein bisschen klar, dass wir dann doch eine gute Truppe sind und das war irgendwie alles cool. Auch bei Arminia hat es dann ja hinten raus sehr, sehr gut funktioniert. Und das dann beides mit dem Klassenerhalt zu krönen und dann auf oben drauf noch einen EM-Titel, das hätte ich so nicht gedacht. Ne? Ich fühle mich mit ganz viel Ehre und Stolz. Der Bürgermeister sagt, es wäre nicht selbstverständlich, sich die Zeit zu nehmen. Für mich ist das selbstverständlich, wenn man hier so eingeladen wird. Extrem schön, vor allem die ganzen bekannten Gesichter, meine ehemaligen Trainer, die Vorsitzenden der Vereine. Einfach schön, weil die haben einen ja von klein auf begleitet und immer wieder gefragt, wie es so ist, mitgefiebert. Sehr, sehr schön. Olympische Spiele waren für mich immer das größte Ziel. Das war das, was ich immer erreichen wollte. Und letztes Jahr konnte ich mir diesen Traum erfüllen. Und für mich persönlich ist einfach dieses Gefühl von Schnelligkeit, das ist unbeschreiblich. Ein Leben ohne Sport, das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht mehr gut vorstellen. Wäre für mich auch besonders schlecht, denn dann wäre ich jetzt tatsächlich arbeitslos. Der größte Erfolg war der Sieg der Weltcup-Etappe im spanischen La Coruña. Das war Anfang Dezember und konnte ich mit meinem Top-Pferd Concordes NRW gewinnen. Sie machte zuerst nicht den Anschein, das perfekte Sportpferd, was sie heute ist, zu werden. Nach längerer Zeit des Ausprobierens, weil wir uns halt darum kümmern mussten, sind wir aber doch zum Glück zum Schluss gekommen, dass es gut werden kann. So ist sie bei uns geblieben und über diesen Schritt oder diese Entscheidung bin ich heute sehr, sehr glücklich. Hat einerseits Training in der Gruppe und andererseits kann man sich ja alleine auf sich konzentrieren und das macht das Spiel so besonders. Ein Leben ohne Sport wäre für mich ziemlich langweilig, gerade an den freien Nachmittagen und am Wochenende. Schaffen konnte ich im Sommer das Riesentitel über 3000 Meter, den deutschen Meistertitel über 2000 Meter Hindernis erreichen. So, das waren unsere Kandidaten für den Titel Sportler des Jahres, vorgestellt in Bild und Ton, sodass ihr euch auch nochmal ein Bild machen konntet von den Erfolgen, von den Persönlichkeiten der Sportler. Und jetzt wird es Zeit und Anne Eckroth und ich verkünden jetzt das Ergebnis eurer Abstimmung. Ihr habt abgestimmt darüber, wen ihr gewählt habt als Sportler des Jahres. Zusätzlich unsere Jury aus Fachexperten, die ihr Votum abgegeben hat. Dann haben wir alles zusammengezählt. Und das ist dabei rausgekommen, Anne. Gucken wir uns das mal an. Ja. Wow, oh, ist aber knapp bei Platz 2 und 3. Sehr knapp sogar, ja. Bei Platz 1 eher deutlich, würde ich mal vermuten. Yep. Also sind wir mal ganz gespannt, wer auf Platz 3 ist. Sportler des Jahres 2021, Amos Pieper mit 15,2% in der Kategorie Fußball. Herzliche Glückwünsche gehen in diesem Fall nach Bielefeld, wo Amos Pieper
als Profi aktiv ist. Wir werden ihm den Preis zur Verfügung stellen, persönlich überreichen, an einem späteren Zeitpunkt sagen, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Amos Pieper, nach einer Verletzung wieder genesen, auf dem Sprung wahrscheinlich in der Bundesliga zu einem neuen Verein, auf zu neuen Ufern. Wir drücken die Daumen. Viele Grüße. Schönen guten Abend und liebe Grüße aus Bielefeld. Ja, vielen, vielen Dank für die erneute Nominierung zum Sportmedienpreis 2021. Aufgrund der immer noch schwierigen pandemischen Situation kann das Ganze ja leider wieder nur digital stattfinden. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb gilt trotzdem ein riesiger Dank an den KSB Coesfeld, an alle Organisatoren, die das möglich machen, dass das Ganze wenigstens digital stattfindet. Ja, damit auch jeder Sportler, jede Sportlerin, die dieses Jahr was extrem Außergewöhnliches geleistet hat, gewürdigt wird. Und deswegen finde ich das großartig, dass das trotzdem in dem Rahmen stattfindet. Liebe Grüße und bis bald mal. Weiter geht's mit dem zweiten Platz. Ja, Sportler des Jahres 2021, Platz 2, Manuel Sanders mit den 16,6% aus der Leichtathletik. Und hier wird es jetzt richtig interessant, liebe Sportfreunde, weil Manuel Sanders ist hier. Live und in Farbe. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Schön, dass du da bist. Komm zu uns. Danke, jetzt soll ich in die Mitte. Okay, ja, selbstverständlich. Und vielen lieben Dank. Sehr gerne. Du bist heute unser Ehrengast, der einzige Sportler, der es möglich machen konnte, hier zu sein. Und darüber freuen wir uns sehr. Das fühlt sich richtig gut an, auch mal wieder live vor Ort hier zu sein. Und da ich von Leichtathletik sowieso keine Ahnung habe, wie man sieht, macht das meine Kollegin Karin und wird dir Hallo, ein Manuel. Paar Geheimnisse entlocken. Danke. Hallo. Genau, erstmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Wir haben es gerade schon im Video gehört. Du hast dir deinen Traum erfüllt mit der Olympiade. Nehm uns mal ein bisschen mit, weil es war ja wirklich eine aufregende Fahrt für euch. Du hast dich qualifiziert, dann war man lange, lange nicht sicher, findet die Olympiade überhaupt statt. Dann wurde sie um ein Jahr verschoben und ich stelle mir das super schwer vor, gar nicht zu wissen, okay, wann ist jetzt der Top-Wettkampf und dann muss ich mich ein Jahr lang vorbereiten und quasi immer auf dem Höhepunkt halten. Ja. Wie hast du das erlebt für dich? Also es war ja 2020, irgendwann kam dann raus, klar, die Olympischen Spiele werden jetzt um ein Jahr verschoben. Dann ist man natürlich erstmal in ein Loch reingefallen, aber seitdem oder ab dem Zeitpunkt hat mein Coach eigentlich nur eine Methodik angewendet und das war einfach Training. Wir haben einfach die ganze Zeit weiter trainiert und wussten, okay, irgendwann wird es hoffentlich stattfinden und wenn es dann erst 2024 ist, aber es gibt dann noch andere Höhepunkte. Jetzt ist es ja letztes Jahr stattgefunden und irgendwann war es dann auch klar, okay, wir haben uns qualifiziert und dann konnte ich Tasche packen und echt mein Lebensziel tatsächlich erreichen. Ja, sehr schön. Ja, die Olympischen Spiele ist für alle Sportler immer ein Riesen-Highlight. Gibt es für dich einen speziellen Moment, der dir total in Erinnerung geblieben ist? Für viele ist es ja oft die Eröffnungsfeier. Was war das für dich bei den Olympischen Spielen? Also bei mir war es auf jeden Fall der Moment, als ich ins Stadion das erste Mal eingelaufen bin. Also es war wirklich das Olympiastadion riesengroß. 65.000 Leute passen normalerweise rein. Das Herz hat halt ein bisschen geblutet, weil es halt komplett leer war. Das war halt dann halt schon ein bisschen wehgetan, aber ich war super froh, dass die überhaupt stattgefunden haben, die Spiele. Also weil ich da jetzt auch, habe ich das so hingenommen auf jeden Fall. Und, aber der Moment, wenn man dann da reinläuft und dann quasi wusst, okay, und das erstmal realisiert, okay, du bist jetzt bei Olympischen Spielen, jetzt geht's los. Das war auf jeden Fall einmalig, ja. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit in die Spiele. Und zwar hast du dich ja auch in der Mixstaffel qualifiziert fürs Finale. Und da ist etwas passiert, habe ich gehört. Was genau ist denn da passiert? Also es war schon am Anfang, wussten wir nicht genau, ob wir überhaupt im Finale sind, weil da gab es ein paar Disqualifikationen und dann sind wir wieder reingerutscht und wieder rausgerutscht. Im Endeffekt sind wir dann auf Bahn 9 gestartet. Es wurde eine Sonderlösung für uns quasi gefunden. Also das war schon eine holprige Angelegenheit. Und dann ist es leider so gewesen, dass der eine Wechsel nicht ganz funktioniert hat, beziehungsweise bei meinen Vorläuferinnen, das ist ja der Mix-Staffel-Wettbewerb, ist ja zum ersten Mal dabei gewesen, das ist dann zwei Frauen, zwei Männer. Und da kam es dann leider zum Sturz, weil wir mit einer anderen Nation zusammen geraten sind. Und das ist der Sport, das gehört da irgendwie zu. Ich glaube, in dem Moment waren wir auf jeden Fall alle ganz schön enttäuscht, sind aber noch eine junge Truppe gewesen und freuen uns dann auf die Spiele 2024, wo wir dann nochmal voll angreifen wollen. Das hört sich sehr gut an. Erstmal herzlichen Glückwunsch noch. Vielen lieben Dank. Wir entlassen Sie natürlich nicht ohne das hier. Ja. Können wir das auch nochmal einmal zeigen? Wir wollen es hier ja nicht nur bei Blumen belassen. Kriegen Sie das noch? So, super. Ja. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Danke, dass du hier warst. Gerne. Und dir noch einen schönen Abend und lass es ein bisschen feiern. Gleichfalls. Danke, Manuel. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
So, Dritter haben wir, Zweiter haben wir. Fehlt der Erste, Sportler des Jahres 2021 im Kreis Coesfeld. Wir sind gespannt und jetzt wissen wir es. Der Name ist hier schon häufiger gefallen. Sportler des Jahres 2021, Matthias Meesters mit 39,9% in der Kategorie Parasport. Herzliche Grüße an Matze. Matthias Meester hat heute Abend definitiv andere Dinge zu tun. Ich will nicht sagen bessere Dinge zu tun, als hier bei uns zu sein, denn der tanzt fleißig und setzt seine sportliche Karriere ja jetzt in einer anderen Disziplin fort. Ist nachher zu sehen, direkt im Anschluss an diese Veranstaltung im echten Fernsehen bei RTL Let's Dance mit Matthias Meester und vielen anderen. Er hat uns aber hier im Kreis Coesfeld natürlich nicht vergessen. Er war ja zigmal auf der Bühne beim Sportmedienpreis, hat viele dieser Titel gewonnen, war oft Zweiter, Dritter. Und er hat uns natürlich eine Videobotschaft geschickt, in der er sich auch an euch richtet, an seine Fans im Kreis Coesfeld, an die Sportlerinnen und Sportler. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank für jede einzelne Stimme. Ist ja Wahnsinn, was ihr euch ins Zeug gelegt habt für mich. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß beim Sportler des Jahres im Kreis Coesfeld oder beim Sportmedienpreis. Ich bin gerade in Köln, denn heute Abend geht es für mich schon weiter, denn hey, ich bin ja bei Let's Dance dabei und würde mich da natürlich auch freuen über eure Unterstützung. 20.15 Uhr geht's los und ja, wenn der eine oder andere vielleicht Lust hat und Zeit hat, jede Stimme zählt, ich würde mich freuen und vielen, vielen Dank. Tschüss. Matze Meester, wir drücken die Daumen für Let's Dance, stimmen für dich ab. Aber wir hatten auch noch ganz viele andere Erfolge und Sportler im Kreis Coesfeld im vergangenen Jahr, die Wettbewerbe gewonnen, Rekorde aufgestellt haben. Und die gucken wir uns jetzt mal an, die Plätze 4 bis 10, Anne. Ja, auf Platz 4 Niklas Kastelle, gefolgt von Philipp Schulze-Topphoff auf Platz 5 und Aram Mahmoud auf Platz 6. Danny Becker, Platz 7, auf Platz 8 Florian Hornig, auf Platz 9 Silas Zahlten und auf Platz 10 Gabriel Kavar. Auch das tolle Sportler, tolle Leistungen und einen herzlichen Glückwunsch. Dann vielen Dank, liebe Anne, dass du da warst, hier in Lüdinghausen auf der Burg Fischering. Wir sehen uns nächstes Jahr in der Fabrik in Coesfeld. Ich freue mich drauf. Danke, bis dahin. Sehr gerne, danke. Kommen wir zur zweiten Kategorie des Abends, Sportlerinnen des Jahres 2021. Und für die Ehrung und auch Vorstellung der Videos der Sportlerinnen begrüße ich heute ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Westmünsterland, Herrn Heinrich Georg Krumme. Ja, guten Abend. Hallo Herr Krumme, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja ein bekanntes Gesicht hier beim Sportmedienpreis. Genau. Ich würde Sie auch gerne mitnehmen auf die Reise, so ein bisschen positives Feeling reinzukriegen, wenn wir an die Zeit nach Corona denken, was Sie an positiven Lerneffekten und auch Erfahrungen für die Zukunft mitnehmen, für sich im Berufsleben, aber auch privat. Ja, also Corona hat uns ja getroffen wie eine Wucht. Mhm. Brauche ich ja nicht zu betonen, haben wir ja selber auch hier mit dem Sportmedien-Gala drunter gelitten. Ja. Und insofern hat es ja die Experimentierfreude und die Kreativität gesteigert, unter diesen ganzen Belastungen hier etwas Neues zu entwickeln, neue Formate, die Dinge in der Balance zu halten. Ich glaube, das ist super gelungen. Und privat, durch die ganzen Beschränkungen, habe ich vieles gemacht, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Ich bin viel gewandert, viel in der frischen Luft gewesen, weil man ja im Lockdown auch nicht so viele Alternativen hatte und habe so viele Sehenswürdigkeiten des Münsterlandes wiederentdeckt. Ne? Sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das Schwatte Gatt ist. Ist zum Beispiel eine Sehenswürdigkeit. Okay. Insofern eine Reise wert. Eine Reise wert. Ja, ja, Sie sagten gerade schon, Sie mussten auf einiges verzichten. Gibt es eine Sache, die Sie vielleicht jetzt noch nicht ausüben können, aber worauf Sie sich sehr, sehr freuen, wenn das bald wieder alles möglich ist? Ja, also das sind ganz zweifellos die sozialen Kontakte, die ja sehr gelitten haben, vom Gespräch zwischen Tür und Angel im Beruf bis hin zu Familienfeiern, Geburtstagsfeiern. Das habe ich doch sehr vermisst und da freue ich mich auch schon drauf. Und ich hoffe, dass das alles wieder so sein wird wie vorher. Ja, wir bleiben mal dem Ganzen positiv. Ja.
Ja, kommen wir zu den Sportlerinnen des Jahres 2021, die wir uns jetzt anhand eines Videos anschauen. Ich wollte sehr lange springen machen und Helen hat mir damals gesagt, ich soll das bitte aus meinem Kopf rausschlagen und Dressur machen. Und das war halt die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben hätte treffen können. Sonst hätte ich nicht so eine tolle Trainerin. Ich hätte nicht die Pferde, die ich habe. Also das war die wichtigste und die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin nicht nur im Reitsport, weil ich irgendwie es mag, auf den Pferden zu sitzen, sondern ich mag auch sehr die Verbindung zwischen Pferd und Reiter. Zum Beispiel mit Velvet. Also das motiviert mich am meisten. Wir sind Lebewesen, wir trainieren mit Lebewesen. Klar hat man dann mal einen schlechten Tag, aber auch da kommt man drüber weg. Deswegen würde ich nie sagen, dass es irgendwas gibt, was mir nicht gefällt. Ich finde es einfach super toll, Reitsport zu betreiben. Da war ich 6 Jahre durch meine Eltern eigentlich, die haben das hobbymäßig gespielt und dann bin ich einfach immer mitgekommen und mir hat es total Spaß gemacht und bin da so reingerutscht. Ja, ich möchte konstant in den Top 20 sein. Ich möchte eine Medaille mal bei Europameisterschaften holen. Ja, und mit der Bundesliga auch einen guten Platz belegen. Ich liebe Volleyball einfach, weil es ein Teamsport ist. Das begeistert mich. Man hat ja diese Teamdynamik, man ist angewiesen auf die Teammitglieder. Also ich kann das Spiel alleine nicht gewinnen. Für mich ist es vielleicht ein Misserfolg, ja, wenn ich die Momente, wo ich nicht an mich glaube, und das ist für mich ja jedes Mal so ein kleiner Misserfolg, weil das totaler ja, Schwachsinn ist. Großer Erfolg war, dass ich immer noch spiele für mich. Also ja, mit 29 jetzt zähle ich eher zu den Älteren im Team und ja, bringe sehr viel Erfahrung mit. Ich habe mich für Kanu-Rennsport entschieden, weil man viel an der Natur ist, vor allem an Gewässern und dass es richtig schön ist und weil ich es liebe, so die Geschwindigkeit vom Paddeln zu fühlen. Mein Trainer und meine Trainingspartner motivieren mich sehr viel. Auch meine bisherigen Erfolge, wenn man immer wieder dran denkt, das ist eine große Motivation für mich. Bei der letzten WM im Jahre 2018, da wurde ich Weltmeisterin im K1 über 1000 Meter. Mir gefällt besonders am Training die Vielfältigkeit. Wir gehen nicht nur paddeln, wir machen auch andere Sportarten oder machen auch anderes Training, zum Beispiel Schwimmen. In meiner Sportart gefällt mir besonders gut der Kontakt zu Tieren. Das ist einfach nochmal eine andere Art der Kommunikation. Ich finde, es ist immer wieder eine Herausforderung und mir persönlich geben die Pferde einfach unglaublich viel wieder. Jedes Pferd ist eben ein Lebewesen, hat einen anderen Charakter, ist eine neue Herausforderung, sich kennenzulernen, die Stärken und Schwächen herauszufinden, zusammenzuwachsen, eine Einheit zu werden und
ja, auch manchmal eben Schwierigkeiten zu meistern und immer wieder Wege zu finden, wie man es besser machen kann. Und ich finde auch, die Pferde, die geben einem ja unglaublich viel wieder. Und ich glaube, das, ja, das ist wirklich das, was den Sport ausmacht. Im Badminton habe ich halt einfach was gefunden, wo ich so richtig all meine Energie und meinen Fokus rein versetzen kann, und es macht einfach Spaß, an so einer Sache zu arbeiten, die einem auch so einen Adrenalinkick einfach gibt, weil man einfach diese Geschwindigkeit hat. Ziel, die ich erreichen möchte, ist die Weltspitze zu erreichen. Ich mag es halt sehr gerne, Wettkämpfe zu bestreiten, und will sehen, wie stark mein Badminton noch werden kann und mit welchen Leuten ich überall konkurrieren kann, mit den Besten der Welt konkurrieren zu können. Das ist so ein bisschen so mein Traum. Man hat kaum Zeit nachzudenken, aber trotzdem muss man clever spielen, damit man erfolgreich ist. Große Vorbilder im Sport jetzt generell hatte ich eigentlich nie riesig. Es war eigentlich immer, dass ich so ein bisschen meinen Bruder verfolgt habe. Der hat damals Fußball gespielt, dann habe ich Fußball gespielt, dann hat er Volleyball gespielt, dann habe ich Volleyball gespielt. Dementsprechend würde ich so sagen, mein einziges Vorbild eigentlich direkt im Sport war immer schon mein Bruder und jetzt gar nicht irgendwie eine große Berühmtheit oder ähnliches. Besonders gut an meiner Sportart gefällt mir natürlich, dass es ein Mannschaftssport ist, dass es sehr, sehr vielfältig ist. Im Volleyball gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. Es gibt so viele verschiedene Positionen. Das heißt, es gibt einige, die Stärken haben, wo andere sie vielleicht nicht haben. Und so ergänzen sich die Spieler innerhalb der Mannschaft. Man kann aus allen Niederlagen immer wieder was lernen, was natürlich dann auch immer eine wichtige Lektion ist. Training ist eigentlich eher so die Abwechslung, das, was mir am meisten gefällt. Man macht nicht jeden Tag das Gleiche. Man nimmt immer irgendwas mit von wegen, also auch wenn es nicht unbedingt jetzt eine Medaille ist oder so, einfach an Erfahrung, und deswegen für mich gab es jetzt noch nicht wirklich einen Misserfolg. Zur Entscheidung würde ich jetzt eher sagen, dass ich meinen Bundestrainer angesprochen habe, ob ich irgendwie noch Unterstützung kriege. Dadurch bin ich nämlich jetzt nach Wattenscheid halt gekommen und habe dann da jetzt meine neue Trainingsgruppe kennengelernt, mit der ich mich super verstehe und was auch alles super klappt beim Training. Alles so ein bisschen gemacht und habe dann schnell gemerkt, eigentlich, dass Speerwurf so meine Lieblingsdisziplin ist, und dann wurde ich da auch mehr gefördert und ja, bin dann dadurch eigentlich mehr so in den Speerwurf reingekommen. Mir gefällt, dass man eigentlich immer dranbleiben muss. Wir machen auch vielseitige Sachen, ein bisschen Touren, Kraft, Technik, also es sind schon unterschiedliche Sachen. Aber wir arbeiten quasi immer auf das große Ziel hinaus. Man erlebt viele schöne Sachen, kann schöne Orte bereisen, das ist schon das Beste.
Ja, das waren unsere 10 Sportlerinnen des Jahres 2021 mit ganz, ganz tollen Leistungen. Ich bin gespannt, wer das Rennen gemacht hat. Wir schauen uns aber erstmal die ersten 3 Platzierungen an, wie sich die prozentual verhalten. Ja, hier sieht man auch ein sehr knappes Rennen, so ein bisschen wie bei den Sportlern. Ja, wir wollen Sie auch nicht lange auf die Folter spannen. Fangen wir mit dem 3. Platz an. Sportlerin des Jahres 2021, 3. Platz geht an Valeska Knoblauch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch meinen herzlichen Glückwunsch an Valeska Knoblauch. Sie kann heute leider nicht hier vor Ort sein, weil sie einen Trainingswettkampf hat, hat uns aber eine Videobotschaft zukommen lassen, die wir uns einmal anschauen. Hallo, ich bin Valeska Knoblauch, ich spiele Parabadminton für Lüdinghausen. Und ja, ich wollte mich auf diesem Wege bedanken für die Nominierung. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und kann heute leider nicht dabei sein und wünsche euch aber trotzdem einen schönen Abend und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, herzlichen Glückwunsch an Valeska. Ich bin gespannt, was man noch alles von ihr hören wird. Kommen wir zum 2. Platz der Kategorie Sportlerinnen des Jahres 2021. Sportlerin des Jahres 2021, 2. Platz, Hanna Ortmann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch hier müssen wir leider die traurige Nachricht übergeben, dass auch Hanna nicht hier sein kann, weil sie in der Türkei Liga spielt. Aber auch sie hat uns ein Videostatement dagelassen, was wir uns jetzt einmal anschauen. Hey aus Istanbul. Ich bin mittlerweile hierher gewechselt, habe mich ein bisschen eingelebt und meine ersten Spiele absolviert. Davon einige wichtige für uns entscheiden können. Jetzt vor ein paar Tagen ein ganz enges Spiel, wo wir recht weit zurücklagen. Das haben wir als Mannschaft geschafft, umzudrehen und für uns zu entscheiden. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich, weil es für mich sportlich sich erstmal ausgezahlt hat, diesen Wechsel zu machen. Außerdem bin ich super dankbar, denn ich bekomme ganz, ganz viel Unterstützung von zu Hause und dementsprechend möchte ich erstmal vielen Dank und liebe Grüße nach Hause und auch zum SC Union senden, der immer hinter mir steht und wo meine Karriere ja auch begonnen hat. Und ja, ich bin einfach super dankbar auch für jede einzelne Stimme, die ich heute Abend bekommen habe und ja, ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank. Ja, kommen wir zum 1. Platz der Kategorie Sportlerin des Jahres 2021. 1. Platz, Sportlerin des Jahres 2021, geht an Helen Lange-Hahnenberg. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist der Preis. Genau, herzlichen der Glückwunsch Preis auch. Der Preis ist heiß. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Helen kann leider auch heute Abend nicht hier sein. Sie hat gerade einen Weltcup, für den wir ihr ganz viel Glück wünschen. Senden liebe Grüße und die herzlichen Glückwünsche hier aus der Burg Fischering. Ja, das waren auch schon unsere Top-Platzierten. Wir schauen uns aber auch nochmal an, wie die Vergabe der weiteren Plätze ist, denn auch die sind gebührend zu ehren. Ja, 4. Platz Jule Hake, 5. Platz Johanna Rier, 6. Platz Yvonne Lee, 7. Platz Linda Efler, 8. Platz Sina Fuchs, 9. Platz Josefa Schepp, und 10. Platz, Shona Benner. Herzlichen Glückwunsch. Tolle Sportlerin, tolle Leistung. Also wirklich hervorragende Präsentation. Ja, finde ich auch. Also von uns auch nochmal herzlichen Glückwunsch an alle 10 Sportlerinnen. Vielen lieben Dank, Herr Krumme, dass Sie hier waren und die Ehrung vorgenommen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke, dass Sie da waren. Ja, herzlichen Dank. So, weiter geht's im Takt. Sportler des Jahres, Sportlerin des Jahres kennen wir jetzt schon. Wir wissen aber noch nicht, wer sind die Mannschaften des Jahres. Und das machen wir jetzt. Und da ich das nicht alleine machen möchte, begrüße ich hier bei mir den Landrat des Kreises Coesfeld, Herrn Dr. Christian Schulze-Pellinger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Grüße Sie, hallo. Grüße Sie. Wir haben uns letztes Jahr gesehen, da haben wir viel über die neuen Rollen der Gebietskörperschaften in der Corona-Pandemie gesprochen. Das wollen wir heute gar nicht tun. Das haben wir, glaube ich, alle erlebt. Kreis Coesfeld, Spitzenreiter, ganz oft gewesen in der Positiv- oder Negativ-Liste, je nachdem, wie man das sieht.
Wir haben die anderen gefragt, was sie mitnehmen in die Zukunft. Was nehmen Sie mit als Landrat und auch als Privatmann? Also dienstlich sicherlich gesehen schon einfach die gute Erfahrung, dass man eine leistungsstarke Mannschaft hat, die dann auch wirklich in solchen Krisen auch super zusammenhält und da auch wirklich vieles gestemmt bekommt in so einem Gesundheitsamt, was ja vorher eigentlich so ein Orchideendasein gefristet hat. Aber auch der tolle Zusammenhalt in der Bevölkerung, das war sicherlich schon toll. Ja, der Digitalisierungsschub, der ist ja schon angesprochen worden. Das ist sicherlich auch ein Vorteil. Wir hätten, glaube ich, nie drüber nachgedacht, mal so eine Preisverleihung in diesem Format mal zu kreieren. Das ist einerseits schön, andererseits, glaube ich, natürlich auch toll, wenn man dann eben wirklich Dinge wieder ganz direkt machen kann, persönlich machen kann. Dass man doch in dieser Zeit auch gemerkt hat, wie wichtig das persönliche Gespräch einfach ist. Und worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie mal wieder richtig alles dürfen, was man so heute nicht darf? Also ich sag mal, insbesondere sicherlich mit der Familie. Wir sind immer leidenschaftlich gerne ins Freibad nach Senden gefahren. Das geht natürlich unter den Auflagen irgendwie auch, aber das ist irgendwie trotzdem ziemlich anstrengend. Macht man da nicht so gerne. Und wenn das wieder unbeschwert sowas geht oder andere Besuche ganz unkompliziert gehen, dann ist das natürlich schöner. Und eben wirklich viele Sachen, die man sich jetzt irgendwie so abgewöhnt hat, weil man immer irgendwie Maske und hat, einfach diesen unbeschwerten Umgang wieder, darauf freue ich mich schon sehr. Ich glaube, wir alle freuen uns, unbeschwerter zu werden. Auch nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sie sind ja quasi hier der Hausherr. Von daher vielen Dank, ja, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und wir kommen jetzt zur Vorstellung der Teams, die nominiert waren für den Titel Mannschaft des Jahres. Als wir noch etwas jünger waren, sind wir immer nur so 10. geworden. Also wirklich durchgehend in jedem Wettkampf und mittlerweile ist das nicht mehr so. Und ich glaube, das sind wir sehr froh und stolz drüber. Sehr, sehr froh. Also ich würde behaupten, wir sind alle ziemlich ehrgeizig und versuchen halt auch immer unser Bestes zu geben. Und wir geben aber auch nicht auf, wenn es mal schlechter läuft. In der Woche Training, am Wochenende noch das Spiel, also allein das schon führt dazu, dass es quasi alles wie eine große Familie ist, wenn man sich fast täglich sieht. Man kann halt nicht alleine die Spiele gewinnen, deswegen muss man allein schon deswegen seine Mitspieler anfeuern und motivieren, und das hat, glaube ich, jeder hier so im Blut, dass er gewinnen möchte und dadurch auch seine eigenen Mitspieler motiviert und anfeuert. Noch eins, sehr gut! Viele sind halt sehr eng befreundet, auch außerhalb des Fußballs. Und letztendlich geht man neben dem Fußball, aber auch auf dem Platz durch dick und dünn. Badminton auch noch ein individueller Sport, aber auch ein Teamsport ist. Teamwettkämpfe wie hier die Bundesliga gibt, aber wir auch individuell um Weltranglistenpunkte kämpfen.
sagen, dass dieses Team zum zweiten Mal in Folge die westfälischen Meisterschaften hintereinander gewonnen haben. Und das ist schon ganz besonders. Sportart finde ich, dass wir so über Generationen zusammen unseren Sport betreiben können. Ich denke, das gibt es in keiner anderen Sportart. Ich bin immer gern gerannt und gern gesprungen und dann habe ich mit Leichtathletik angefangen. Ich finde es halt immer relativ abwechslungsreich, ist ganz spannend, es ist halt so individuell abgestimmt, dass quasi jeder das machen kann, was er möchte und was er braucht. Dass man halt auch die Sachen, die einem nicht so Spaß gemacht haben, zusammen gemacht hat, sich immer gegenseitig da gepusht hat, dass man, damit wir jetzt auch an diesem Punkt sind, an dem wir jetzt sind. So, das waren unsere Kandidaten für den Titel Mannschaft des Jahres 2021. Alle, wie immer, haben es definitiv verdient, sonst stünden sie nicht auf dieser Liste, aber am Ende gibt es dann immer einen dritten, einen zweiten, einen ersten und wir gucken uns jetzt mal an, wie hier die Stimmenverteilung gelaufen ist. Wir haben gesehen, es war schon recht eng bei den Sportlerinnen und bei den Sportlern, teilweise zwischen 3 und 2, 2 und 1. Mal gucken, wie es bei den Mannschaften war. Auch hier dann doch der erste Platz wieder recht deutlich mit 33%. Um Platz 2 und 3 ein enger Kampf, 17,9, 19,0. Und wir gucken uns jetzt zuerst an, wer mit 17,9% auf dem dritten Platz gelandet ist. Ja, Mannschaft des Jahres 2021, TSG Dülmen. Herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Und jetzt kommen wir in den Teil, wo es wieder noch lebendiger wird. Wir haben auch die Vertreter der Teams eingeladen. Die konnten es auch ermöglichen, hier zu sein. Von allen drei Mannschaften sind jeweils zwei Vertreter hier. Von daher herzlich willkommen, TSG Dülm. Ja, schönen guten Abend. Ja, herzlichen Glückwunsch. Fange ich mal mit dem Pokal soweit an. Vielen Dank. Auch ein kleiner Blumengruß. Herzlichen Glückwunsch. Klasse. Dankeschön. Tolle Sache. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt nach Lüdinghausen hier in die Burg Fischering, um den Preis auch persönlich entgegenzunehmen. Vielen Dank. Und wenn ihr schon mal hier seid, dann möchten wir gerne auch euch ein paar Fragen stellen. Und Fußball kennt sich Karin Profi deutlich besser aus als ich. Das ist nicht ganz meine Sportart, aber wir haben es ja gerade schon gesehen. Ihr seid in die Bezirksliga aufgestiegen und jetzt höre ich, ihr marschiert da durch und durch und ihr seid auf dem Weg in die Landesliga aufzusteigen. Stimmt das? Nicht ganz. Also okay. Wir spielen schon länger in der Bezirksliga. Okay. Und dementsprechend, der Rest stimmt dann schon tatsächlich. Okay. Derzeit sieht es sehr gut aus. Sind auf Platz 1 derzeit. Okay. Und von daher in der Liga noch kein Spiel verloren. Oh wow. Und von daher, wir wollen mal schauen, wie es weitergeht, aber. Das heißt, Daumen drücken, wie viele Spiele sind es noch, bis es dann vielleicht klar ist? Also, ja gut, klar wird es wahrscheinlich bis zum Ende wird es ja wahrscheinlich dauern. Die Verfolger lassen auch nicht viele Punkte. Okay. Aber grundsätzlich, die Rückrunde hat jetzt erst ein Spiel bestritten. Von daher, es dauert noch einen Moment. Okay, ja, wir drücken ganz fest die Daumen. Vielen Dank. Und wer weiß, ob wir dann nicht bald hören, dass ihr in die Landesliga aufgestiegen seid. Das wäre auf jeden Fall schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Machen wir weiter mit Platz 2 bei den Teams. Ja, und hier in der Kategorie Mannschaft des Jahres 2021 Union Lüdinghausen. Herzlichen Glückwunsch. Klasse.
Und hier haben wir jetzt auch einen Gast, der schon, ich weiß nicht, unzählige Male hier bei uns auf der Bühne gestanden hat. Tarja Schnase. Ja, Schnase, grüße Sie. Hallo. Genau. Ja, wunderbar, klasse. Wieder einmal super erfolgreich abgeschnitten. Herzlichen Glückwunsch. Zunächst einmal dem Pokal. Dankeschön. Und auch ein paar Blumen. Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank. Wo Sie gerade da sind und wir uns lange nicht gesehen haben, Herr Schnase. Schön, dass es Ihnen gut geht. Ja, erzählen Sie mal kurz, was kann die Mannschaft jetzt noch reißen? Die Saison ist so ein bisschen durchwachsen gelaufen. Jetzt gibt es einen leicht aufsteigenden Trend. Sind die Playoffs noch möglich? Ja, das ist noch charmant ausgedrückt. Die Saison ist eigentlich schlecht gelaufen. Und in die Hinrunde war nicht gut, weil wir letztendlich sehr viele Verletzte hatten. Und dann noch der internationale Turnierplan durch Corona sich laufend verändert hat. Und demzufolge waren auch viele Spieler von uns, konnten nicht in der Bundesliga spielen, weil sie international tätig waren. Jetzt scheint es ein wenig besser zu sein. Wir holen auf. Gerade im Moment sind wir noch auf einem Playoff-Platz. Den wollen wir eigentlich auch halten. Und dann geht das Ganze von vorne los, wenn alle gesund sind. Und leider sind immer noch nicht alle gesund. Unser Nummer 1 ist mehrfacher deutscher Meister im Herren-Einzel. Ich gehe davon aus, dass das nächstes Wochenende spielen wir in München und in Schorndorf, dass er da schon wieder mal eingesetzt werden kann im Herren-Einzel. Und dann werden wir aufholen. Schauen wir mal. Dann noch eine Frage. Wie fühlen Sie sich wohl in Ihrer neuen sportlichen Heimat? Die Leistungssporthalle ist eröffnet, schon seit einiger Zeit. Nach vielen, vielen Jahren Vorbereitung und Planung ist es endlich da. Wie hat das Training und den Spielbetrieb der Mannschaft verändert oder beeinflusst? Ja, das ist natürlich für uns ein Highlight, diese Halle. Gerade auch, wenn wir in der Bundesliga beziehungsweise auch im Training, weil diese Halle hat ganz andere Dimensionen, die hat andere Höhen. Wir werden da auch internationale Turniere austragen. Wir werden in diesem Jahr da die Deutsche Meisterschaft U13 in Lüdinghausen austragen und werden immer mehr versuchen, auch letztendlich Länderspiele und auch andere groß hochrangige Turniere hierher zu holen. Ja, dann auch viel Erfolg dabei an alle Sportfreunde im Kreis, die das noch nicht gesehen haben. Guckt euch die Halle an, geht mal zum Badminton oder auch zum Volleyball. Da gibt es hochklassigen Sport zu sehen. Vielen Dank, Herr Schnase. Vielen Dank. Alles Gute. So, 3 haben wir, 2 haben wir. Fehlt Platz 1 und den hat belegt. Die Spannung steigt. Ja, Mannschaft des Jahres 2021, erster Platz, LG Coesfeld. Da freuen wir uns auf 2 Vertreterinnen. Klasse, vielen wunderbar. Dank. Dann darf ich auch einmal zunächst die Trophäe überreichen. Wunderbar. Vielen Dank. Und schön. Dann einmal für Sie den Blumengruß. Bitte schön. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Genau, herzlichen Glückwunsch von uns. Ja, wir haben ja gehört, ihr seid westfälischer Mannschaftsmeister geworden. Nehmt uns mal mit, war das spannend oder wart ihr Top-Favorit? Es war klar, okay, wir werden Mannschaftsmeister oder wie ist das Turnier abgelaufen? Also eigentlich war es sogar relativ spannend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Favorit waren. Wir waren auch generell eine der kleinsten Mannschaften. Deswegen war es für uns natürlich auch schwierig, weil jeder mehrere Disziplinen belegen musste. Aber trotzdem, dass am Ende so ein gutes Ergebnis rausgekommen ist, hat uns wirklich alle sehr gefreut und hat uns auch als Team nochmal gestärkt. Ja, und jetzt mit der Krönung hier Mannschaft des Jahres 2021. Erklärt uns doch nochmal kurz, wer alles zum Team dazugehört, dass wir auch die Namen vielleicht nochmal nennen. Also auf diesem Foto sieht man jetzt tatsächlich nicht alle, okay, weil Johanna und ich sind in der U18 gestartet. Wir sind also hochgezogen worden, weil wir zu wenig Starter hatten. Okay. Und jetzt sieht man oben hinten links Johanna Rier, dann in der Mitte Ida Damus und Mirja Lukas und Nele Dika. Und die gehörten alle noch zum Team und dann wir beide und die anderen sind jüngere Starter. Okay. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für die nächsten Wettkämpfe, dass der Betrieb, Training und auch Wettbewerb wieder immer normaler läuft. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an euch. Das war ein ganz toller Erfolg. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. So, das war unsere Mannschaft des Jahres. Aber ehe wir jetzt weitermachen, wollen wir uns mal angucken, wer hat die weiteren Plätze belegt, Herr Dr. Schulze-Pellengar. Und wir gucken uns mal die nächsten Teams an. Ja, das machen wir gerne. Ja, dann auf Platz 4, Allegria SG Coesfeld 06 und dann schließlich auf Platz 5, ZR UFV Lützow Selmborg Olfen. Herzlichen Glückwunsch.
ja, auch dort ein großes Lob, eine große Anerkennung für die erzielten Erfolge. Es war schon ein Erfolg, hier auf der Nominiertenliste zu stehen. Herzlichen Glückwunsch nach Coesfeld und nach Olfen. Vielen Dank auch an Sie nochmal, dass wir hier sein durften. Wir freuen uns, Sie im nächsten Jahr wiederzusehen auf der Bühne in der Fabrik. Alles Gute bis dahin. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Alles Gute ebenso. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, jetzt sind wir schon am Ende, Karin, mit Sportmedienpreis 21. Alles anders, alles neu, alles schöner als im vergangenen Jahr, muss ich sagen. Da war es ein bisschen ungewohnt und auch ein bisschen bedrückend, habe ich schon gesagt. Heute hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Eins wollte ich dich noch fragen, worauf freust du dich eigentlich am meisten, wenn alles wieder normal ist? Also ich muss mich auch meinen Vorsprechern tatsächlich anstellen, weil ich finde die sozialen Kontakte, sei es im Freundesbereich, in der Familie, überall, das fehlt mir extrem, weil genau das habe ich nach der sportlichen Karriere geliebt, ganz viel Zeit mit den Leuten zu verbringen, und darauf mussten wir verzichten, und darauf freue ich mich sehr, wenn das wieder, ja, möglich sein kann. Genau. Wie ist es denn bei dir? Gebe ich die Frage mal zurück. Ich habe was ganz Konkretes. Festivals und Konzerte, das ist das, was mir am meisten fehlt. Ich glaube, vielen anderen, die Musik lieben und Musik gerne haben, auch. Das wird mein erstes Event sein, dass ich auf ein Riesenfestival mit zigtausend Leuten gehe, wenn das wieder geht. Von daher freue ich mich drauf. Ich hoffe, Sie und ihr habt auch alle was, auf das ihr euch freut. Bleibt schön gesund. Wir sind froh, dass ihr eingeschaltet habt. Wir grüßen euch ganz herzlich, wünschen euch alles Gute und hoffen, euch nächstes Jahr in Coesfeld wiederzusehen. Und Karin gibt jetzt noch ein paar Hinweise, wie es hier weitergehen kann. Genau, ich würde Sie alle gerne einladen, und zwar im Anschluss haben wir ein sogenanntes virtuelles Treffen über Zoom, wo ich mich sehr freuen würde, wenn viele zuschalten, ob es die geehrten Sportlerinnen, Sportler oder Mannschaften sind, Zuschauer oder ja, wer auch immer. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich bin selber auch live vor Ort. Den Link dazu findet ihr in der YouTube-Information, und ja, ich würde einfach mal sagen, bis gleich.